Eishockeyspiel erlebt. So muss es sein. Das ist Werbung für den Sport. Uli, dein Fazit vom heutigen Spiel. Erst einmal guten Abend zusammen. Gratulation an Frankfurt für den Sieg. Das gehört sich so, dass man gratuliert, wenn man verliert. Zum Spiel, wenn ich anfange, erste Drittel war Frankfurt ganz klar die bessere Mannschaft. Wir sind gar nicht zurechtgekommen mit dem Tempo. Und vom ersten Drittel, wir führen dann 2-1, ein bisschen kurios, aber wir haben halt ein sehr gutes Überzahlspiel, wir haben 2 Tore gemacht, 2-1. Zum zweiten Drittel waren wir die bessere Mannschaft, haben 0-1 verloren und ist 2-2 gestanden. Und im letzten Drittel, glaube ich, war es ein Spiel, wo beide Mannschaften sich mehr oder weniger neutralisiert haben. Da ist halt immer dann eine Glückssache dabei, wenn man gewinnt. Overtime, muss ich ein Kompliment meiner Mannschaft machen. 3-4 haben wir sehr gut verteidigt. Wir haben fast keine Torschanze zugelassen bei 3-4. Gut, im Penaltyschießen kann man verlieren. Das macht mir eigentlich weniger aus. Aber wie gesagt, das Spiel 3-2 oder das Spielergebnis 3-2, das scheint sich jetzt einzubürgern zwischen Frankfurt und Kassel. Wir haben jetzt dreimal gespielt und dreimal 3-2. Das nächste Mal gewinnen wir 3-2 in der normalen Spielzeit, dann ist das egalisiert wieder alles. Aber trotzdem, ich glaube, die Zuschauer haben heute ein gutes, sehr gutes Eishockeyspiel gesehen. Ich spreche nicht jetzt von der Oberliga, weil das Niveau war höher wie die Oberliga, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne mich auch ein bisschen aus im Eishockey. Letztendlich beide Torhüter sehr gut gehalten, muss man auch mal erwähnen. Dani Albrecht muss ja Kompliment machen, der hat im ersten oder zweiten Einsatz einen Check bekommen, der war an der Schulter verletzt, der hat sich die Schulter ausgekugelt, unser Physio hat sie wieder eingekugelt und hat er weitergespielt. Muss man auch Hut abnehmen, das geht auf Beifall. Aber trotzdem, man muss schon sagen, wenn man jetzt ganz realistisch ist und das ganz objektiv sieht, es geht in Ordnung, dass Frankfurt 3-2 gewonnen hat. Dankeschön. Danke, Uli, da will ich nicht widersprechen. Herr Genkes, Ihr Fazit nach diesem Krimi. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich denke, der Uli hat es sehr, sehr gut analysiert. Entscheidend war aber auch der letzte Satz, den unterstreiche ich auch voll und ganz mit 2 Strichen. Ich denke, dass das für uns ein ganz, ganz verdienter Sieg war. Uli hat es auch gesagt, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, wir haben ein sehr hohes Tempo runden, wir gehen. Kassel ist irgendwie nicht richtig ins Spiel gekommen, dann kamen die 3 Strafminuten, dann haben wir 2 Tore in Unterzahl kassiert. Dass Kassel hervorragendes Überzahl hat, wissen wir. Das sind die Schüsse aufs Tor gewesen, die waren entscheidend. Der Torwart hat auch in dem Moment gar nichts gesehen. Dann, das sind Sachen vom Schiedsrichter gewesen. Wenn wir mit dem Video schauen, was das alles war, ich habe es ja selber gesehen, ich brauche es nicht mehr anschauen. Da diskutieren wir auch nicht. Normal sagt man, dann beschied sich dann nie, was man verloren hat, aber heute. Ich glaube, jeder hat es gesehen. Ich glaube, wenn die 5 oder 6 auf dem Eis hätten von den Schiedsrichtern, wäre es auch nicht besser. Ich habe keine Ahnung, ob es neue Regeln gibt wieder mal oder ich weiß es nicht. Aber es ist, vielleicht haben wir das nicht mitbekommen, aber ich kann auch nichts so sagen. So ist es halt. Dann im zweiten Drittel denke ich 1-0. Da habe ich auch, waren wir ein bisschen auf einem Niveau auch dann, haben wir 1-0 dieses Drittel gewonnen. Und dann nachher, wie gesagt, haben wir uns auch, wie Uli gesagt hat, auch neutralisiert. Es ist klar, wir haben 2 hervorragende Mannschaften heute und das unterstreiche ich auch, was Uli gesagt hat. Die Spiele, die wir gegeneinander spielen, auch gegen Nauheim, das ist das Schlimme dabei, dass das keine Oberligaspiele sind. Und wenn man sich dann mal ein Bundesligaspiel anschaut, die noch 3, 4 Ausländer mehr auf dem Eis haben als wir, ich denke, da können wir sehr, sehr, sehr mit unserem Niveau und unserer Arbeit von beiden Vereinen zufrieden sein. Ich danke Uli auch, muss man auch mal sagen, ist wie gesagt keine Selbstverständlichkeit, dass der Gästetrainer nach einer Niederlage gratuliert. Aber Uli hat Anstand, den habe ich auch, wenn ich verliere. Vielen Dank. Ja, danke.